sitze mehr oder weniger gerade fest. Ha. Das Ding kann ich aber auch nicht hier bewegen, oder? Wartet mal. Nee. Das Ding kann ich nicht bewegen. Aha. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann irgendwie an den Rohren entlang nach oben, aber... jetzt am besten. Gib mir mal einen Tipp. In die Kloschüssel sollte es eigentlich nicht rein. Das kann ich auch nicht bewegen. Ah, warte mal. Ah. Ein zweiter Raum. Das finde ich jetzt schon ein bisschen... Naja. Ne? Toilette, Spiegel, aber wahrscheinlich bloß ein Spiegel, der in eine Richtung spiegelt. Und dann sitzt da einer dahinter und guckt zu. Sehr angenehm. Ich sag, sehr, sehr... Ja, angenehm. Ich weiß ja nicht. Wieder. Oh, der andere. Den Mutti lieb hat. Oh ja, ja, geh noch. Schlimmer geht's ja hier nicht. Noch ein Lichtlein für mich. Juhu. Juhu, juhu. Gehen wir mal einfach hier lang. Okay. Ganz in Ruhe. Aus. Oh, shit. Irgendwas stimmt doch mit meiner Steuerung gerade nicht. Ich muss nämlich gerade ausdrücken, also nach oben. Damit der nach rechts läuft, also hier fuck! Okay, das nenne ich gemein. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Dann machen wir mal Stoff gleich von der ersten Minute an. Wenn das so ein Verfolgungsding hier ist, ja. Kann ich halt nicht ausdrücklich. Schon. Oh, wir hatten das, Mann. Scheiße, da kommen die alle. Oh Mann. Oh Gott, hoch mit dir, hoch mit dir. Oh, lauf. Lauf, Männchen, lauf. Abwärts, Dicker, abwärts. Kommt doch und holt mich, kommt doch. Oh, die fressen lieber weiter. Sollen sie machen. Ich finde das in Ordnung. Halt! Nein! Da war eine Lampe, ich habe sie jetzt zu spät gesehen gehabt. Shit. Oh nee. Nicht schon wieder. Jetzt muss ich wieder irgendwas essen.
Ich hoffe nicht wieder irgendwas Ekliges. Ich habe gedacht, die Zeit ist rum, dass wir da noch irgendwas essen. Gib mir das. Schuhe. Hab ich mir erschrocken. Du hast ernsthaft gerade das kleine Männchen gegessen? Och nö. Warum denn? Oh. Also da hätte es die Wurst echt auch getan. Wirklich. Oh, Licht an hier. Ich habe ein ganz dummes Gefühl bei den Gittern, deswegen... halte ich mich da doch ein bisschen... Oh, hey. Halte ich mich doch etwas fern von. Keine Ahnung, was es ist, was ich hier zu trümmern tue. Es scheint richtig zu sein, dass ich es getan habe. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt steckt wieder irgendwas Fettes hier aus und tut mich irgendwie gleich einen Hals umdrehen. Was? Der Gästebereich? Oha. Es war eine richtige Fressorgie da bei denen gewesen. Wo bin ich denn hier? Sind das die Privatgemächer von... Ich nenne es jetzt einfach mal Frau. Weil es aussieht wie eine Frau. Hier ist ein Schlüssel vonnöten. Das heißt, wir gehen mal nach oben und schauen uns das von dort aus an, was wir hier vielleicht haben. Oder auch nicht haben. Alter, der Dicker, ich zitter immer noch so ein bisschen, als der da mich gegriffen hatte. Wo ist die? Da drüben ist er. Kann ich die nicht aufmachen? Ich renn einfach mal rein. Alles klar, das war schon mal nicht richtig, was wir getan haben. Aber man muss es ja einfach mal probieren. Aber was sie summt, ist eigentlich ganz cool.
Gut, hätte man das auch geklärt, dass das so nicht von... Ach, ich habe noch nicht mal überlegt, dass man vielleicht auch was verschieben könnte, ne? Aber was soll ich denn hier bitte verschieben? Ich sehe das nicht. Hä? Macht denn der? Schieb doch mal oder zieh mal, was weiß ich, was du da veranstaltest. Ah, ich habe noch eine andere Idee. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das gleich denke. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal. Ich bin hier oben. Das ist alles schwer zu erkennen hier. Das hat mir nichts gebracht. Ich habe gedacht, ich kann eine Puppe irgendwie umschmeißen. Dann probieren wir jetzt noch mal was anderes. Und zwar, wenn wir hier wieder rüberspringen. Das war so nicht gedacht. Verzeiht. Hallo? Nein, nicht abspringen. Hochklettern. Die scheint mystische Kräfte oder irgendwas in der Art zu besitzen. Deswegen... Ich komme da nicht ran. Ist hier irgendwie was Unsichtbares oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte gerade irgendwie... stehen. Hier, gerade wieder. Was soll denn das? Machen wir mal die Tür zu vielleicht. Okay, scheint nicht zu interessieren. Was haben wir denn hier? Ach, das ist Wäsche, okay. Ich probiere es einfach nochmal. Dass ich da... Okay. Es hat irgendwie geklappt. Fragt mich nicht wie. Aber es hat funktioniert. Hier ist irgendwas mit einem gelben Mantel. Das sieht aus wie wir. Sein? Ui, Betthüpfen, ui. Oder kann ich die Dinge ausziehen? Nee, kann ich nicht. Ich komme auch hier nicht wirklich hoch, ne? Ah, jetzt komme ich auch. Brauche ich bloß noch mal ein bisschen Licht, damit ich überhaupt was sehe. Okay, das interessiert hier alles gar nicht, diesen Lärm. Den wir hier verursachen. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre...
Okay, sie ist weg. Aber sie hat's krachen gehört. Das heißt, sie müsste eigentlich... Sie ist weg. Müsste eigentlich zu uns kommen. Aber warum kommt sie nicht? Das ist seltsam. Tut das Spiel gerade das Summen abspielen, was die gemacht hat? Nee. Tut's nicht. Oh Gott, ich habe schon Paranoia hier. Ich sag mal so als... Okay. Hätte ich rennen müssen? Das wäre jetzt das Zweite, was mir eingefallen wäre. Ich renne einfach mal für mich. Shit. Oh. Lauf. Lauf, mein Freund. Ach du Scheiße. Noch mehr Puppen. Ja, klasse. Jetzt einfach mal random. Ah. Diesen Raum rum. Und hoffe, ich muss nicht noch mal rennen. Hier ist irgendwie alles zerkloppt und zu Bruch gegangen. Stark. Ein Spiegel. Wofür brauche ich bitte einen Spiegel? Oh. Hey du. Oh, sie ist weg. Natürlich nicht gerechnet. Also ich nehme mal an, dass ich irgendwie ins Licht laufen soll. Aber das war jetzt Gruselfaktor extrem. Oh Gott, wie die sich umguckt jedes Mal. Komm, steh auf.
Frauen. Aber sie. Das ist natürlich. Oh Mann, dass sie sich jetzt so hin und her teleportieren kann. Uiuiui. Oder ist sie etwa dieses Kind, was wir da zerkratzt gesehen haben? Und nicht wir? Du hast Hunger. Ernsthaft? Also das, was wir spinnen, ist ja noch schlimmer, was die sind. So habe ich das Gefühl gerade. Oh mein Gott. Und nun kann ich einfach so gehen. Einfach mal. Mal gucken, was passiert. Alles klar. Vollkommen overpowered. Das Genick gebrochen, Herzinfarkt. Also im Prinzip, warum hat das Männchen jetzt die alle umgenietet? Ich weiß es nicht. Die Räume der Herren. Also die Gegner waren ja schon schlimm, grässlich, sag ich jetzt mal. Aber was wir jetzt der Herren und den ja, Gästen angetan haben, finde ich schon ja, etwas extremer, muss ich sagen. Das war jetzt doch schon nicht
Zitrone gewesen. Uiuiuiui. Oh, das war's schon. Okay, ich habe eindeutig mit ja, mehr Spielstunden gerechnet als bloß jetzt, sag ich mal, drei oder vier Bosse. Aber so an sich war es eigentlich recht angenehm zu spielen, auch wenn wir, jetzt sehr häufig gestorben sind. Ja, jetzt zum Schluss halt nochmal ein bisschen so gut der Gruselflair reinkam. Fand ich eigentlich ganz geil. Vor allem die eine Situation, wo der Koch durch die Tür in das Bad gebackt ist, was ja eigentlich zu sein sollte, wir aber schneller waren als er, da er ja nicht hinterherkam und die Tür nicht zumachen konnte. Das war so... das sagen. Ziemlich überraschend, würde ich sagen. Weil er hat uns getötet und ja, damit muss man dann leben. Aber jetzt hier die Eule nochmal zum Schluss, das war auch nochmal ein bisschen höherer Gruselfaktor. Erst hatte ich gedacht, hier, wo sie da das erste Mal aufgetaucht ist in ihrer komischen Schattengestalt, ist hier irgendwie mit dem Feuerzeug so. Piu, piu. Nee, ist doch nicht gewesen. Das war jetzt überraschend, dass wir den Spiegel nehmen mussten. Also von meiner Seite her war es überraschend. Gut, es waren zwar Haufen Spiegel gewesen, die da zerkratzt, zerkloppt waren. Gut, war irgendwo, hätte man das eigentlich wissen müssen. Aha, Spiegel, ganz böse für die Alte. War der gut. Genug überlegen. Ich muss sagen, wirklich Mühe hatte ich mir jetzt auch nicht gegeben gehabt, was es mit die Rätsel angegangen ist oder halt mit die 4-5 Passagen da, wo wir recht unlogisch gestorben sind. Aber na gut, was wir mal machen. Ist leider passiert. So, ich hoffe mal, wir kommen hier gleich zu einem Schluss. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal schon sagen, ja, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und ja, wenn jetzt hier, wie gesagt, noch irgendwie Material kommen sollte zum Schauen, lasse ich es jetzt einfach laufen. Wenn nicht, mache ich hier an dieser Stelle Schluss. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.